So, hey Dave, alles Gute nochmal auf diesem Weg zum Geburtstag. Ja, inzwischen ist heute Mittwoch. Nein, Dienstag ist heute erst. Ich habe jetzt schon versucht, glaube ich, das Spiel 5 oder 6 oder 7 Mal zu casten. Und inzwischen haben wir auch noch ein, zwei andere lustige Spiele gespielt, die ich mir dann vorgenommen habe, dass wir da mal ein wenig drüber reden. Und das ist jetzt der 3 gegen 3, wo der Tino, ich und der Franz gespielt haben. Und da sind wir erst auf die Idee gekommen, dass wir es casten könnten, weil das war einfach so lustig und so episch, das Replay. Naja, episch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ewig lustig, dass ich mir gedacht habe, das musst du auf jeden Fall casten. So, und dann fangen wir mal an. Ah, ja, ich habe das Spiel, jetzt habe ich glaube ich inzwischen schon 8 oder 9 Mal gesehen. Wir haben hier einen Toss auf der anderen Seite, noch einen Toss und einen Terraner. Ja, parallel läuft übrigens das deutsche Spiel und du spielst gerade übrigens in der Clanliga. Viel Glück für das Spiel, erste, weil hoffentlich hast du noch ein zweites. Ja, man sieht jetzt schon, Tino, seine Drohne ist hier gleich mal auf dem Vormarsch, während sich die anderen, ja, hier noch in ihrem Chillen sind. Und er hier, der erste Pylon setzt dort, bei mir steht jetzt auch der erste Pylon. Der Franz baut noch fleißig Drones, während hier auch schon das erste Depot gebaut wird. Ja, zu dem Spiel ist vielleicht zu sagen, ja, hier Tino seine Drohne übrigens steht erstmal hier hinten ein bisschen rum. Da steht sie auch ganz gut. Schaut übrigens hier ganz gut aus. Leider ist das Aufnahmeprogramm von der Qualität her nicht so super, aber ja, für das wird es heute mal reichen. Ich habe jetzt nicht vor, Pro-Caster zu werden. Hier jetzt auch das erste Gate, die erste Barrack im Bau. Und der Tino baut einfach mal eine Hatchery beim Gegner mitten rein. Hier übrigens Forge, zweimal im Bau und kein Gate. Und das ist halt schon eigentlich echt dreist, weil Tino kommt schon immer auf viele Quatschideen, aber da hinten, weil, ach, naja, auf jeden Fall ganz lustig die Idee. Hier jetzt mein absoluter Albtraum im Spiel, habe ich gedacht, wenn der Tino schon so einen Quatsch spielt, ich habe mich ja auch zuerst die Forge gespielt, na, dann baust doch beim Gegner einfach doch mal einen lustigen Pylon rein. Und der Penner, mal schauen, machen wir die Sicht schon anders. Call me Butter. Hier, der schickt hier seine Kack-Probe zum Pylon bauen und hat dann hier genau hier einen Angriffsbefehl gesetzt, wenn er den halt hier hingesetzt hätte oder sonst wo, dann wäre halt hier, der war halt nicht schlecht jetzt der Pylon, super durchgekommen und so ist er halt natürlich sofort gescoutet worden und ich konnte meinen Cannon Rush gleich mal vergessen. War dann frustriert hier erstmal wegen an der Choke gestanden, bis mich der wieder angezzt hat. Zzt. Das macht noch öfter zzt. Ja, und der Franz hier schon fleißig am Scouten. Ja, oder nicht, weil Scouten machen wir besonders gern. Inzwischen hier beim Franz beim Team nur das Spawning Pool im Auftrag. Hier wird gerade zugebaut. Mit Cannons. Ja, hier dann ist Gateway auch im Bau. Und ich habe da oben dann auch, wie ich den Cannon abbrechen musste, gleich das Gateway versucht zu bauen. Ja, inzwischen ist ein Tinus Hatchery ziemlich, ja, fast schon fertig. Mal schauen, was der dann damit bastelt. Ja, und ansonsten ist jetzt gerade ein bisschen Leerlauf. Ach ja, hier ist übrigens meine Probe kaputt gegangen, weil ich hier hinten nicht rumlaufen konnte und dann hier der eigentlich ganz gut gemicro hat und die sofort surrounded hat. Das war eigentlich doof, dass ich hier durch die Mineral Line bin. Aber sowas passiert halt auch manchmal. Ja, schauen wir doch mal, wie viele Drones. Oh, der Franz sieht man schon ganz fleißig am Dronen. Der hier auch am Dronen und hier bei uns fehlt es noch ein bisschen. Ja. Ja, ich hier schon mal erste Unit verloren und den Pylon da vorne. Leider ungeschickt gewesen. Ja, und hier sind schon Tino seine ersten Zeitlinge. Yay. Während hier vorne fleißig mit Fotokennen zugebaut worden ist. Wobei das hier auch lustig ist, weil wenn das hier eine Kick, gut, gegen 4 Fotokennen muss man erstmal rankommen, aber naja. Hier inzwischen ein lustiges Tech-Lab rangebaut worden. Und ein Tino seine Zeitlinge sind am Loslaufen, um da mal ein wenig Schaden zu machen. Yay. Leider noch kein Kill. Ja, immer noch keiner. Immer noch keiner. Oh, erster Kill und schon wird der Tino auch gekillt. Das war leider ein Unglück vom Tino, der hier da voll in die Cannons reingelaufen ist. Und jetzt hier irgendwie, warum die Drones dahin gelaufen sind, das weiß keine Sau.
Ja, und da hat er jetzt den komischen Angriffsbefehl gemacht und ja, im Endeffekt hätte er da schon deutlich mehr rausholen können. Jetzt wird natürlich hier das Ganze gescoutet. Geht mit der Queen drauf. Die hier jetzt ewig doof verliert, weil wenn er weggelaufen wäre, statt diese scheiß Lava-Injection zu setzen, hätte er es halt mit seinem Spinecrawler locker abwehren können. Aber naja, danach ist man immer schlauer. Ja, der Franz checkt hier mal mit seinen. Das macht die übrigens sehr oft und sehr gern, dass er hier ein paar Zeitlinge verliert. Das werden wir das öfteren noch haben. Und schaut hier mal, wenn was irgendwie rumläuft. Der Tino weiterhin. Wo ist er? Fleißig. Am Zeitlinge bauen und bauen für den Spinecrawler, dass das Ganze wenig sicherer ist. Ja, während hier die ersten Zeitlinge, Gateways geaddet werden. Und der Cybernetic Score. Ja, der ist bei mir inzwischen auch fertig. Und das Warp Gate Tag wird gesetzt. Hier dann jetzt noch ein paar Marauder und Marines. Und der Franz versucht hier ganz intelligent mit nicht mehr ganz so viel Zeitlingen den Toss kaputt zu machen gegen zwei Cannons. Schade eigentlich. Ja. Hier der Tino inzwischen wieder ein paar Zeitlinge gebastelt. Ah, da sind wieder ein paar vom Tino gestorben. Und genau wie jetzt wieder. Und nein, von Franz. Franz hatte, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Zeitlinge der hier verloren hat. Das war schon echt lustig eigentlich. Ja, und jetzt schauen die da mal mit rein. Ach ja, genau, weil nämlich der Tino inzwischen Zeit. Ah, das muss ich nochmal zurückspulen, weil das war sehr lustig. Das war sehr lustig, das habe ich jetzt leider verpasst. Den Tino seine Zeitlinge. Vorspulen, vorspulen. Genau. So. Ist eh lustig. Hier inzwischen wurden lustige Stargates geaddet. Eigentlich hier gut surrounded von dem Toss. Aber jetzt hören sie einfach mal auf zu kämpfen. Schade eigentlich. Jetzt fangen sie wieder an und jetzt hören sie wieder auf. Da hat der Tino echt Glück gehabt, als sonst. Weil jetzt hat er da noch einen Kill und macht. Ne, jetzt macht er keinen Kill mehr. Und ja, der hat hier einfach noch einen Marine verloren, wie er für vorbeigelaufen ist. Ja. Und der Dave. Ah, nein, der Franz. Wo sind denn dem seine ganzen Zeitlinge hin? Ach, das ist ja. Das ist scheiß 3 gegen 3, da verpasst man immer irgendwie was. Acht mal nochmal auf den Franz seine. Ach nee, das sind einfach nur weniger waren. Okay. Ja, was habe ich denn in der Zwischenzeit denn gemacht? Ja, ich mache eigentlich gerade wenig. Ja, ach nee, ich baue gerade Expansion weniger hin. Der Tino hat ja schon eine. Ja. Unsere Gegner haben inzwischen hier. Oh! Da sind wieder ein paar getötet worden. Nur einer. Und der Tino ist hier wieder fleißig am Probe skillen. Das hat er dann echt schön gemacht, weil hier sind die Dings nicht durchgekommen. Da konnte er echt noch schön was mitnehmen. Bevor er dann der Terra und der andere Tosca abgeräumt hat. Aber der hier hat jetzt wenigstens nur noch, keine Ahnung, 10 Probes insgesamt, mit denen wir im Gas sind. Ja, und hier noch ein paar Free Hits. Da Tino bastelt wieder ein paar Zeitlinge. Könnte hier mal Zeitling Speed adden. Ach ne, Tino baut Gas ab. Hat aber zwei Gas Extraktoren. Das ist natürlich schade eigentlich für den Tino. Ja, inzwischen hat der Franz seine zweite Echse auch schon längst fertig. Meine steht auch. Und ich habe auch angefangen, Stargates zu erden. Und während der Franz hier dann jetzt Banelinge gemacht hat. Yeah, Banelinge. Was eigentlich eine gute Idee war, weil hier eigentlich nur ein Depot steht. Und das ist auch schon angeknuspert. Also da fand ich jetzt im Nachhinein eigentlich voll die super Idee. Aber die Umsetzung wird sehr lustig. Ein Tino seine Zeitlinge scouten hier wegen. Oder sterben besser gesagt. Weil hier vorne gehen dann sozusagen der Toss drauf. Und ja, da hat der Tino einfach dann keine Chance mehr. Versucht dann mit den Zeitlingen hier noch wegen Schaden in der Eco zu machen. Was ihm mehr oder weniger dann noch ein bisschen gelingt. Und ja, das Void Ray räumt dann halt wieder ab. Hat hier jetzt aber nichts mehr zu melden. Und hier absolut, also mein Highlight in dem Spiel, hat hier unten die Banelinge, lässt hier oben seine Zeitlinge sterben und jetzt, wo das Depot noch 28 Hits hat, läuft er halt mit den Banelingen rein. Und ah, was macht der da? Ah. Dave, erklär ihm mal, wie man das richtig macht, bitte, weil ich glaube, der Franz hört nicht so gerne auf mich.
Weil der hätte halt einfach mal, hier steht halt nur ein.